Und willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 2013. Letzte Folge haben wir unseren ersten Rapshänger, unseren ersten Weizenhänger weggebracht. Und sind jetzt auf dem Weg, schnellstmöglich zurück zu unserem Feld, denn ihr seht, der ist schon wieder fertig. Und das ist ja alles verbrauchtes Geld, was da jetzt steht. Verlorenes Geld, wenn da steht. Und dazwischen natürlich verhindern, das ist ja nicht gerade sehr schön. So. Ah ja, und von dem Geld hatten wir uns ja direkt hier den Futterbeschlag geholt. Das heißt, wir können jetzt so schnell wie möglich auch schon mit der Mischration beginnen. Dafür müssen wir uns aber jetzt gleich erstmal an den... Na, was ist denn das? Scheiß Gabel wieder. Wir müssen uns erstmal an der Isolage begeben. Denn, ich muss erst gären. Bevor die nicht fertig ist, können wir keine Mischration machen. Ich würde aber auch die Silage nämlich mehr wegfallen, machen wir die Siloball. Aber bis dahin müssen wir uns halt mit der Silage bemühen. So, müssen wir erstmal hier gerade schnell durchs Feld fahren und hier alles abtanken. So, dann wollen wir mal sehen. Muss alles hier so schön stehen bleiben. Und runterfahren. Fertig, so können wir uns jetzt hier um das Heu kümmern. So, was hat man jetzt mal vor? Ah ja, genau, ich wollte jetzt da hinten die Runde erstmal fertig machen. Damit ich danach nicht irgendwie im Berg noch hängen bleibe. Das ist nur eine halbe Scheiße hier habe. Weil, komm, ich fahre jetzt hier einfach nochmal weiter. Werden glaube ich so 4, 5 Runden werden. Also nicht sehr viel. Ja, dadurch, dass wir jetzt die große Arbeitsbreite haben, kommt natürlich mehr Heu auf dem Schwad drauf. Dadurch wird die Ballenpresse natürlich auch dementsprechend schneller voller. Dementsprechend schnell voll. So. Das hat natürlich. Boah, ich finde es geil, was der für Reifen hinten hat, ey. Oh Mann, jetzt fahre ich hier. Scheiße, ey. Meine Fresse, ich fahre hier wieder mal zusammen. Ah ja. So, komm. So. Jetzt mal unsere Runde hier. Ich hoffe, dass ich nicht an einem scheiß Hügel hängen bleibe. Aber da würde ich mal ganz gerne weg. So. Vorsichtig. Eieiei. Da ist ja was hier. So. Jetzt haben wir noch eine Spur und die kleine da hinten. Aua. Durch natürlich der Vor-Nachteil so großen Dinge. Man braucht auch dementsprechend viel Platz. Jetzt 1, 2, 3, 4, 5 und die halbe. Das heißt 2,5, 2,5. Ich würde da genau recht aufteilen. Allerdings glaube ich, mit 2 Spuren Heu Ballen komme ich schon gut hin. So. So. Wunderbar. So, jetzt machen wir gerade die Kacke hoch. Oh, der Käse ist schon wieder bei 82%. Das heißt, wir müssen ein bisschen sputen hier.
Ach ja, mach ruhig, meld durch, ruhig da. So. Dann schieben wir da den Kamm. So, jetzt. Da. So. Ah, hat ja fast geklappt. Oh, schon nur wirklich noch fast knapp. So. Ja, wunderbar. Oh, Ding oben ist voll, aber der muss sich jetzt gerade noch gedulden, denn wir werden erstmal zusammenklappen und dir das abtanken. Wo sind wir denn? Ah, da sind wir ja. Naja. So. Dann müssen wir erstmal hier vernünftig hinstellen. Stellen wir uns mal wieder hier hin. Wir werden uns direkt die Ballmaschine hier ankloppen, die Presse ankoppeln. Los. Wunderbar. Gerade mal sehen, wie viel wir hier zusammenkriegen. Ach ja, das fühlt sich aber ganz gut, muss man echt sagen, muss man ehrlich sagen. So. Beep, beep. Ja, das war aber eigentlich so 1, 2. Drei. Und drei, mal ein bisschen zusammenzählen hier. Drei. Vier. Fünf. Eins und drei. Ja, das ist vier. Hier. Auf 5. 5. Auf 6. Oh, wenn wir 7, 8 Bahnen noch machen, dann muss es erstmal reichen. Dürfte schon genug sein, ja. Werden jetzt noch die Spur fertig machen und uns dann noch dem und den einen Ball dann noch voll machen. Dann werde ich hier mich auf den Weg machen mit Richtung Stroh. Werde da den die Ballenwickelmaschine Ballen die Ballenpresse hier gegen den Ballenpresse durch die durch Ladewagen ertauschen. Damit wir dann hier gerade schnell bis das restliche Zeug zusammen kratzen können, um
um damit dann sagt schnell hier das Zeug aufzunehmen, um daraus die Lage zu machen. So. Hier werden. Super. So. Jetzt tue ich auch mal gerade die Abspeicherung. Eben ist mir die Aufnahme abgerauscht. Okay, dann wollen wir mal. Karte 9. Und ab zu Feld 17. Dann werden wir jetzt einfach mal dreist hier querfeld einfahren. Werde ich die Maschine mal gerade hier abstellen am Feldrand und werde dann mal hier den Ladewagen anhängen. Muss unbedingt auch noch ein, auf jeden Fall unbedingt noch ein zweiter her, und ich könnte mal den Grubber hier anstellen, sehe ich gerade. Aha, ich den Gruber dranhängen? Ja, dann hab ich dranhängen. Und dann wollen wir mal. Ah, jetzt hab ich den Gewicht davor stehen. Verdammte Hacke. Nein. Ich komme auch so dran. So. Du hast mal gerade hier. Dich brauche ich ebenfalls. So, und für Mensch, mal wird normal hier. Ah ne, war ja blöd mit dem Mähdrescher. Haha. Komm, schön ausklappen. Schön A machen. Ah. Und den Helfer rein. Und dann, ah, hier. So. Dann machen wir mal. Haben wir mal schon, wie viel mehr zusammenkriegen? Hoffentlich reicht es überhaupt, um das Ding zuzudecken. Das ist wirklich so dreckig wie Sau, ey. Muss ich wirklich mal sauber machen, ja. So, wo sind wir denn? Oh, der Bahn hat bloß einen Abflug gemacht. Mal sehen, was wir hier zusammenkriegen. Hoffentlich genug. Eieiei. Eieieiei. Ich hoffe mal, es wird reichen, um das scheiß Ding umzudecken. Ansonsten habe ich ein kleines Problemchen. Lass uns mal gerade erstmal oben ab. Der bleibt ja zum Glück wieder hier stehen. So, ich glaube, es wird nämlich voll werden jetzt hier. Das heißt, ich kann auch zum Güterbahnhof fahren. So, die nächste Ladung geht dann wieder ins Silo. Uah.
Ach ja, der wird voll werden. Heißt, ich kann noch fahren gerade. Muss noch so ziemlich die letzten Aktionen sein, die ich jetzt hier mache. So, da wollen wir mal sehen, was wir jetzt hier für schöne Knete kriegen. Knete, Knete. Oh Mann. Man merkt schon. Man merkt schon, dass er hier kämpfen hat. Wow. Ach ja. Geld muss einfach noch gleich sein. So. Wow. Bahnhof 538 nur noch. Wobei. Natürlich gut in den Keller gegangen jetzt. Heidewitzka. Mal. Da werden wir nicht viel dafür kriegen, aber naja. Was will man machen? Preis 48 nur Deckel am Arsch. So. Ja, so. Aber ein bisschen ist es. Ein bisschen kriegen wir. Und ich würde sagen, dafür gibt es noch ein paar Küchen, glaube ich. Ganz klein, ein paar kleine Kühe. Oh, 40. Das haben wir erstmal gut mit bedient. Da müssen wir auch nur mal die satt kriegen, die ganzen Viecher. So, wie das Mikro gekommen. So, wo ich dann fahren wir jetzt zurück, dann wird es noch gewesen sein für diese Folge. Wow. Ich fahre mir hier wieder eine Scheiße zusammen, Leute. Das glaubt ihr ja nicht. So. Machen wir jetzt sein. Steht er denn jetzt sein? Steht er oben oder steht er unten? Ah, da steht er. So. Ich muss sagen, das war es dann mit dieser Folge wieder. Ich würde sagen, was euch gefallen hat, schaut auch nächstes Video ein zu letzter Landwirtschaftssimulator 2000. Dann werden wir, denke ich mal, hier mit dem Strom anfangen zu pressen. Wir werden auch vorher noch einen Ladewagen fertig machen und das Fahrsilo. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.